Sie gehören sicherlich zu den schönsten und meistbesuchten Orten der Welt. Sie sind atemberaubend und umwerfend. Die Rede ist von den sieben Weltwundern der Natur. Die folgenden sieben Orte haben sich in einer Online-Abstimmung gegen 440 andere Vorschläge durchgesetzt. Sie haben ihren Titel also durchaus verdient. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit einem neuen Video hier bei Mr. Wissen. Der Amazonas. Der wasserreichste Fluss der Welt beherbergt unzählige Pflanzen und Tierarten und ist schon seit sehr vielen Jahren eine Lebensgrundlage für Menschen. Im Gebiet des Amazonas trifft man heute noch auf etwa 150 indigene Völker, die circa 1 Million Angehörige zählen. Ihr Lebensraum ist aber leider massiv bedroht. Immer wieder kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen mit eindringenden Goldsuchern und Holzunternehmern. Neben den Problemen beeindruckt der Amazonas aber vor allem mit seiner Schönheit, die es unbedingt zu bewahren gilt. Die Halong-Bucht. Die seit 1994 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehörende vietnamesische Bucht erstreckt sich über eine Fläche von 1050 Quadratkilometern. Die 1969 Kalkfelsen, welche dort in die Höhe ragen, ziehen sehr viele Touristen an. Der Legende nach entstand die Bucht durch einen Drachen, der nahe am Meer in den Bergen lebte. Als dieser zur Küste lief, riss er mit seinem Schwanz tiefe Furchen in das Land, das dann vom Meer überflutet wurde, nachdem er ins Wasser abgetaucht war. Die Iguazu-Wasserfälle. Direkt an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien liegen, umgeben von subtropischem Regenwald, die Iguazu-Wasserfälle. Sie gehören zu den größten Wasserfällen der Welt und bestehen aus einer Länge von 2,7 Kilometern, aus 20 großen und 255 kleineren Wasserfällen, die durch Inseln voneinander getrennt sind. Iguazu kann mit großes Wasser übersetzt werden. Die Insel Yuyedo. Die vor 1,5 Millionen Jahren entstandene Vulkaninsel ist Südkoreas größte Insel und liegt 85 Kilometer vom Festland entfernt. Das Highlight der Insel ist neben dem vulkanischen Gestein und der Erde aus Vulkanasche der 1950 Meter hohe und erloschene Hallasan-Vulkan, der gleichzeitig der größte Berg Südkoreas ist. Komodo. Die Insel Komodo liegt in der Kette der kleinen Sundain-Inseln in Indonesien und wurde vor allem durch den Komodo-Waran, die größte gegenwärtig lebende Echsenart, bekannt. Die Inseln sind sehr lange vom Einfluss der Menschen verschont geblieben und so konnte sich hier ein einzigartiges Ökosystem entwickeln. Heute kommen viele Touristen in den streng regulierten Nationalpark Komodo, um die Flora und Fauna an Land und Wasser zu bestaunen. Der Tafelberg. Das Wahrzeichen Kapstadts ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Südafrika. Vor 430 Millionen Jahren entstanden, bietet der Berg nicht nur einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt, sondern auch ein einzigartiges Mikroklima mit ca. 1400 Pflanzenarten. Der Berg misst auf einer Gesamtfläche von 6500 Hektar eine Höhe von 1087 Metern und ist durch Wind- und Wassererosionen beinahe platt. Puerto Princesa Subterranean River National Park. Der philippinische Nationalpark befindet sich auf der Insel Palawan. Die Hauptattraktion des Parks ist der 7 Kilometer lange Sabang-Untergrundfluss, den Besucher per Boot erkunden können. Dieser fließt unter dem 1027 Meter hohen Berg St. Paul entlang und mündet anschließend im südchinesischen Meer. Schreib doch bei dieser Gelegenheit in die Kommentare, welche dieser Orte du gerne einmal besuchen möchtest und abonniere doch gleich meinen Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst. Folge mir auch auf Instagram für mehr coole Inhalte und außerdem würde ich mich sehr über ein Like unter diesem Video freuen, falls es dir gefallen hat.